Wir möchten in der Koalition einen Gesetzentwurf jetzt haben zum Verbot von Kinderehen und werden deshalb den Justizminister auch auffordern, den entsprechenden Gesetz vorzulegen. Wir wollen ein Verbot von Ehen unter 18 Jahren ohne Ausnahme, ohne Härtefallklausel. Es soll grundsätzlich verboten sein. Und die jungen Frauen, die verheiratet waren und wenn sie Kinder haben, sollen eine umfassende Betreuung vom Jugendamt bekommen und deswegen keinerlei Ausnahmen. Wir werden uns heute in der Koalition, heute Abend, noch einmal mit dem Thema Wahlrecht befassen. Der Bundestagspräsident wurde von mir ja gebeten, noch einmal alle Fraktionen einzuladen, um über das Thema zu sprechen. Wir haben aufgrund der Umfrageergebnisse und des aktuellen Wahlrechts begründet Anlass zur Sorge, dass der Bundestag gegenüber der aktuellen Situation nur mehr als 100 Abgeordnete anwachsen könnte. Das wäre natürlich ein Problem, sowohl für die Arbeit als auch, dass die Menschen draußen sagen würden, was ist denn hier eigentlich los? Jetzt werden wir heute Abend in der Koalition noch einmal darüber sprechen und dann mit den anderen Fraktionen. Ich kann nur sagen, jetzt weiß jeder, dass Handlungsbedarf ist, dass der Bundestag nicht so stark wachsen darf und jetzt muss eine Lösung gefunden werden. Es wird schwierig, aber ich kann nur hoffen, dass es gelingt. Also wir unternehmen noch einmal einen Anlauf für eine entspanntere Situation im Deutschen Bundestag nach der nächsten Bundestagswahl 2017. Musik.